ist immer so eine Herausforderung mit dem Schwachstromkram. Auch wenn es Mode ist, es ist schlicht und einfach eine Krücke. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Menschheit über mindestens 5 Sinne verfügt. Normalerweise noch ein paar mehr, wenn man sie weiß, wie man sie benutzt. Und alles, was medial und digital durchgereicht wird, spricht 2 Sinne an. Das heißt, wir sind mit 40% unserer gesamten Persönlichkeit dabei. Wenn wir uns ausschließlich auf diesen derzeit ja in Mode gekommenen digitalen Weg verlassen, das ist der Grund, weshalb es so wichtig ist, dass man sich gelegentlich hier auf den Feldern trifft und die restlichen 3 Sinne mit in Betrieb nimmt. Das ist insofern auch nicht zu unterschätzen, weil alles, was jetzt gleich kommt, erfordert, dass man immer überprüft, ob die Maßnahmen wirken. Es geht in erster Linie um die Wirkung der Maßnahmen. Es geht in zweiter Linie um die Werkzeuge, ob die nur grün, blau, schwarz oder rosa lackiert sind oder Kanister rund und Kanister eckig sind. Das ist gar nicht so das Thema. Ich will jetzt nicht damit ausdrücken, dass wir nichts brauchen. Selbstverständlich brauchen wir Technik und Betriebsmittel. Aber was wir zuerst brauchen, ist die Sensorik, die Haptik, die Optik, dass das Wahrnehmungsvermögen des Betriebsleiters, des Entscheidungsträgers, weil wir Lebensprozesse managen. Das ist ein riesen Unterschied zu jeglicher Art von Industrieproduktion. Um das mal zu verdeutlichen, will ich mal einen Vergleich mit einer Autofabrik, ist ja nicht so furchtbar weit weg, mal anstreben. Wenn ich Autos baue, dann habe ich eine große Halle mit Maschinen drin und Leuten, kippt da vorne Transistoren, Software, Farbe, Blech und Gummi rein und hinten kommen Autos raus, so ungefähr. Will ich viel mehr Autos bauen, kippe ich viel mehr von dem Zeug rein, funktioniert. Wenn ich in der Landwirtschaft viel mehr produzieren will, brauche ich mehr Hektar, mehr Leute, mehr Dünger, mehr Pflanzenschutz, mehr Technik, mehr Kapital, mehr. Oder gibt es noch einen anderen Weg? Der andere Weg ist möglicherweise mehr Bodenfruchtbarkeit. Mit der gleichen Fläche, mit den gleichen Leuten, mit den gleichen Maschinen, mit dem gleichen Kapitaleinsatz. Mehr Bodenfruchtbarkeit heißt mehr Output. So, das ist das Ergebnis des Managements von Lebensprozessen. So, und das geht nur mit allen menschlichen Sinnen, die man so zur Verfügung hat, weil man eben kontrollieren muss, ob seine Arbeiten, seine Maßnahmen, seine Betriebsmittel auch funktionieren. So. Da ist auch meine Auffassung zum aktuellen Modetrend der Landwirtschaft, Digital Farming, verankert. Selbstverständlich brauchen wir irgendwo auch mal digitale Technik und Tools und Werkzeuge. Aber es bleiben Tools. Werkzeuge sind verlängerte Arme, weiter nicht. So, der Kopf wird nicht ersetzt. Wir können Lebensprozesse nicht mit Sensoren steuern. Wir können sie auch erleichtern, aber wir können nicht mit digitaler Technik und Sensortechnik komplett die Verantwortlichkeit eines Betriebsleiters, einer Betriebsleiterin auslagern. Der Mensch ist der Mittelpunkt des Geschehens in der ganzen Landwirtschaft. Und nicht die Maschine, der Sensor, der Satellit, die Software, der Algorithmus, was uns so alles erzählt wird. Am besten, man hat nicht ganz so viel Zeit zum Zuhören bei solchen Ansagen. Regenerative Landwirtschaft ist der nächste Schritt. Es geht nicht um das Bessere aus 2 Welten, sondern es geht darum, aus bestorganisierten Betrieben, und ein Kind schild dran, aus bestorganisierten Betrieben die nächste Entwicklungsstufe zu generieren. Und wer sich damit auseinandersetzt, kommt über kurz oder lang dahinter, dass er zum einen diverse, meinetwegen agrochemische Betriebsmittel nur deshalb braucht, weil er Lebensprozesse bisher nicht gesehen oder nicht verstanden oder nicht gemanagt hat. Und zum zweiten, man kommt auch relativ schnell dahinter, dass die hohe agrochemische Intensität letztendlich Lebensprozesse bremst und damit die Kulturen zu Intensivpatienten macht. Und davon ausgegangen, sollte man als erstes einfach einen Augenschein nehmen, was macht denn meine Kultur und die restlichen Pflanzen, die da rumstehen, die ich vielleicht nicht leiden kann? Und was macht denn das Bodenleben unten dran? Kultur und Bodenleben im Blick, das ist der Ausgangspunkt der regenerativen Landwirtschaft. So, und deswegen hängen wir kein Schild dran, mit und ohne und grün oder nicht so grün.
die ideologischen Plattformen, die da bedient werden, sind sowieso nur dazu da, Bauern gegeneinander zu dividieren. Wer da allzu lange auf dem Ding rumreitet, wir ernähren die Welt und das ist ja bei euch nur Unkraut und so ein Quatsch. So, der will nur, dass Bauern übereinander reden. So, und solche Leute müssen bekehrt werden. Oder man befasst sich halt mit etwas Nutzbringenderem. Wenn Bauern miteinander reden, zum Beispiel darüber, wie ihre Kulturen funktionieren, wie die Physiologie abläuft, wie sie abiotischen Stress bewältigt haben, damit schadhafte Prozesse nicht losgehen, wie sie Bodenleben gefördert haben, damit einfach die Nährstoffaufnahme funktioniert, die krankheitsunterdrückenden Eigenschaften eintreten, die unkrautunterdrückenden Eigenschaften eintreten. Wenn sie miteinander reden, dann geht es vorwärts für jeden Einzelnen. So, und deswegen habe ich was gegen diese ideologischen Plattformen, die Welternährer gegen die angeblichen Rückschrittlichen auszuspielen. Regenerative Landwirtschaft, ein Modebegriff. 2016 haben wir beide, die hier oben stehen, dieses Wort das erste Mal im deutschsprachigen Raum auf Deutsch ausgesprochen. Bis dahin gab es ja nur amerikanische Influencer. Und damals mussten wir ganz deutlich erklären, was wir meinen. Seitdem ist es ein Boom geworden, große Firmen springen drauf, also nicht nur BayWa und Indigo. Jeder ist der King in Sachen regenerative Landwirtschaft, Mode überall. Was ist es? Und ich würde diese Frage jedem stellen, der darüber spricht. Wovon sprichst du? Was meinst du? Es ist das Wiederherstellen des lebensverbauten Kohlenstoffs. Und das ist das Kontrollkriterium. Kriege ich da eine Humusbildung hin oder kriege ich sie nicht hin? Das ist das Kontrollkriterium. Die Humusbildung muss man managen während des Anbaugeschehens und nicht davor und danach allein. Am besten lässt sich die Humusbildung managen, indem man die mikrobiellen Prozesse im Boden, unter der Kultur, an den Wurzeln versteht und fördert. Das ist regenerative Landwirtschaft. Und die ganze Geschichte ist nicht ein öffentliches oder politisches Ziel oder ein schönes Label, sondern es geht um Wirtschaftlichkeit der Betriebe, es geht um Top-Qualitäten. Und Qualität und hoher Ertrag stehen sich nicht im Wege, wenn wir es schaffen, Bodenleben zu fördern, indem wir Pflanzenphysiologie managen. Das ist regenerative Landwirtschaft. Wo kommt's her? Ich zitiere hier mal Zitatquelle, kommt dann auf dem nächsten Blatt. Ich zitiere hier mal Beispiel geben, Christine Jones, die das für meine Begriffe sowas von eindrücklichen Worte gefasst hat. Wo kommt's her? Wenn wir Humus im Boden aufbauen wollen, als das Kriterium einer regenerativen Landwirtschaft, dann kann man sich mal angucken, wo das überall in der freien Natur passiert. Da kommen sowieso die meisten Vorbilder her. Der gebundene Kohlenstoff in dauerhafter Form ist zum Beispiel in Lignin und Zellulose drin im Holz. Aber zum Beispiel auch eine Etage tiefer unten drin im Humus. Das funktioniert gar nicht mal so unterschiedlich, weil beide Prozesse Photosynthese als Ausgangspunkt erfordern. Wie kann es aber sein, dass im Wald, meistens nicht immer, wissen wir, immer noch wächst und im Boden die Humusgehalte weltweit klack, 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 klack immer weiter abnehmen? Das sind ja nur ganz unterschiedliche Bäuerinnen und Bauern, Ideen, Bewirtschaftungskonzepte dahinter. Warum funktioniert das nirgendwo richtig? Es ändert sich gerade, dass wir den Kohlenstoff auch im Boden genauso fixieren, wie das ein Baum in seiner ligninhaltigen Biomasse kann. Weil dieser Punkt nicht mitgedacht, organisiert und bearbeitet wird. Die Böden müssen lebendig und mit grünen Blättern bedeckt sein. Wir und nicht nur wir, weltweit werden Anbausysteme gedacht wie eine Autofabrik. Input, Output, dazwischen ein bisschen was machen oder ganz viel machen. Der Boden wird als Büchse gesehen, kippt viel rein, Nährstoffbilanz nach Liebig, kipp 150 Kilo Kali, 200 Kilo Stickstoff und 35 Kilo Phosphor rein, hast immer eine Ernte. So wird gedacht. Was ist der Haken an der Sache? Es
werden Lebensprozesse ausgeblendet. Punkt. Und nur dort geht es weiter. Andersrum gefragt, warum hat Liebig damals so eine riesen Resonanz erfahren? Wieso sind wir heute noch auf diesem Trip da mit der Nährstoffbilanz oder meinetwegen Humusbilanz unterwegs? Weil im 19. Jahrhundert 13 Hungerkatastrophen durchs Land gegangen sind. Die Leute wurden in Kriegen verheizt. So die Äcker hätten bestellen müssen, die waren schlicht und einfach nicht da. Und wenn sie da waren, konnten sie auch nicht vorwärts. Die wurden ausgequetscht und steuern ohne Ende. Die Gesellschaft wurde Schritt für Schritt, das ist auch schon Jahrhunderte alt, einfach an die Wand gefahren. So, und deswegen gab es nichts zu essen. Deswegen waren die Böden völlig unfruchtbar, weil auch zwischen den Kulturen nichts getan worden ist. So, und der erste Handgriff, wasserlösliche Nährstoffe dahin zu kippen, damals von Kali und Salz, der hat zu sichtbaren, schnellen Erfolgen geführt. Aber wir haben im Moment, Gott sei Dank, zumindest hier keinen Krieg. Auch die, ich zum Beispiel mit Umsatzsteuer 65% Steuern, das ist noch nicht viel, also 19 plus Einkommensteuer, das ist noch nicht viel, das waren damals viel mehr. So, wir haben Leute, auch wenn sie schwierig zu kriegen sind, aber wir haben immer noch welche da. So, die Böden sind nicht so ausgelutscht, hier ist eine Menge passiert in den letzten 100 Jahren. Wir haben überhaupt keinen Bedarf, den Boden als Gefäß zu verstehen. Es ist wesentlich interessanter, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie kriege ich eine Nährstoffaufnahme aus dem Bodenstoffwechsel hin. Und dann auch, weil die derzeitige Rechtslage dazu führt, dass wir irgendwo reduzieren und einsparen müssen. Wie kriege ich eine Nährstoffaufnahme aus dem Bodenstoffwechsel hin? So, das ist möglicherweise mit lebendem Boden und mit grünen, aktiv wachsenden Pflanzen möglich. Das sind alles Begriffe, hinter denen Parameter und damit Methoden stehen. Das ist jetzt nicht bloß irgend so ein Wort. Jedenfalls Kohlenstoffbindung weltweit in den Anbausystemen, auch hier, ist deshalb nicht realistisch bis jetzt umgesetzt worden, weil der dauernde Bewuchs und diese aktiv wachsenden Pflanzen als Ausgangspunkt der Bodenbelebung nicht so im Fokus sind. So, und da ist die allergrößte Reserve. Auch die größte Reserve für die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes. Ja, wo sind sie denn, die wichtigsten huminstoffbildenden Prozesse? Wo sind die Böden? Schweizer? Schweizer Mädels? Weggelaufen. Die wichtigsten huminstoffbildenden Prozesse in der Landwirtschaft. Wie von Christine Jones gerade zitiert, es ist der ständig und vielfältig bewachsene Boden, weil die Pflanzen, die da wachsen, wenn sie denn wachsen, ihr Bodenleben ernähren, nicht irgendwelches, sondern ihres, das an den Wurzeln. So, das funktioniert, indem die Pflanzen die Photosyntheseprodukte, die sie selbst herstellen, um selbst zu wachsen, aber sie machen halt mehr, als sie brauchen, auch nach unten liefern, als flüssigen Kohlenstoff. Kohlenstoff hat drei Aggregatzustände. Gasförmig, wissen wir, ist da oben, macht uns die Hölle heiß. Flüssig, kennen die Kinder gut, ist Zuckerwasser, wird in Flaschen verkauft und heißt dann Fanta. Pflanzen machen es auch. Übrigens die gleichen Zuckergehalte, 12 bis 18% ungefähr. Der dritte Aggregatzustand ist eben Lignin oder Humus. Der zweite wichtige huminstoffbildende Prozess, das ist neu, das ist so eine Laser- und Wenz-Erfindung, das Einarbeiten des Grünzeugs, um die Mikroben da unten drin zu füttern. Indem man das flach und locker macht und den Bodenstoffwechsel dabei etwas ansteuert, aus dem kühlen Grunde, die Steuerungsinstrumente für Bodenmikroben werden ja gerade eingearbeitet. Die kennen das dann nicht mehr. Also helfen wir ein bisschen nach mit ihren Eigenschaften, indem wir vorher daraus ein Pflanzenferment machen. Das ist Flächenrotte. Der dritte wichtige huminstoffbildende Prozess, vielleicht hier im Auenhof etwas am Rande gedrängt, ist die Belebung der organischen Dünger, zum Beispiel durch Fermentation. Mit den Gemüseresten ist es noch relativ harmlos. Ich meine jetzt eher die tierhaltenden Betriebe. Noch dazu auf hohem Niveau, noch dazu mit Biogas hinten raus. Jeder organische Dünger kann bodenbelebend eingesetzt werden, aber
Nicht, indem man ihn draufkippt und nicht darüber nachdenkt, wie das funktioniert. Wir müssen berücksichtigen, was da drin ist. Und nicht nur an Nährstoffen, sondern auch an Mikroben. Und diese Mikroben haben bestimmte Eigenschaften, an denen kann man sie packen und zum Arbeiten, zum Humusbilden bringen. Wir müssen es aber einfach nur wissen und machen. Machen wir es nicht, kommt das raus, was wir in Nordwestdeutschland und in Bayern sehr stark haben, hohe Viehbesatzdichte und immer weiter sinkende Humusgehalte. Deswegen ja auch die Frage Humusbilanz, ist das wirklich der Weg? Der vierte, nicht zu unterschätzende huminstoffbildende Prozess ist die Belebung, die Vitalisierung der Kulturen, wenn sie Stress haben. Und Stress, davon kann man ausgehen, haben sie sehr oft, mindestens nach dem Auflaufen oder nach dem Einwachsen. So, und aus diesem Grund sollte man sie beleben, vitalisieren, damit sie aus diesem Stress wieder rauskommen und eine hohe Photosyntheseleistung generieren, damit sie das Bodenleben unter sich ordentlich mit Sonnenlicht und in Kohlenstoffverbindung gefasstes Sonnenlicht füttern können. Außerdem, die meiste Zeit des Vegetationsjahres steht ja nun mal die Erntekultur darum, deswegen vitalisieren. Das wird also mit Erntekultur, denen man es nicht zutraut, kann man Humus aufbauen. Sie müssen einfach ein Photosynthese-Niveau haben, was einfach hoch ist. Ich sage jetzt mal zwischen 10-20% Zucker in im Blattsaft, wenn man mit einem Refraktometer misst. Das ist so ungefähr der Maßstab, was hoch ist. Wie machen das Kulturen? Sie produzieren mehr Assimilate, als sie selbst brauchen, wenn sie keinen Stress haben. Und sie schalten diese Assimilate an den Wurzelspitzen aus, einfach als Schmiermittel, damit die Wurzel durch den knochenharten Boden durch kann. Man kann es den Wurzeln erleichtern, dann wachsen sie noch besser. Noch mehr Wurzeln heißt noch mehr Mikroben, aber es bleibt grundsätzlich dieser Prozess hier. Das Zeug ist eine zuckerhaltige Brühe, ist in Lipide drin. So, und es ist natürlich nicht nur das Schmiermittel für das Wurzelwachstum, sondern auch das Futter für die Bodenmikroben. Und das ist der Link. Es funktioniert ungefähr so. Wenn wir den Kohlenstoff im Boden wiederherstellen wollen, dann ist das Wiederherstellen des Bodenlebens, indem die Pflanzen auf ein Photosyntheseniveau gehalten werden, was einfach so hoch ist, wie es irgendwie geht, 10-20% Brix, damit sie einen Assimilatüberschuss da unten ableiten können. Jetzt die Frage ans Publikum, wo hockt das mikrobielle Bodenleben, was den Job machen soll, der Humusbildung? Irgendwo in dieser Blackbox, in irgendeiner Ecke? In der Rhizosphäre. Tausendfach höhere Konzentration, mikrobielle Konzentration in der Rhizosphäre. So, wenn wir Bodenleben denken ohne Pflanzen, so wie das zum Beispiel die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft macht, erstmal einen Namen zu nennen, kommen wir nie zu einem Ergebnis. Wenn wir Pflanzen denken, ohne Bodenleben gleich mitzudenken, so wie das die gesamte Landwirtschaft macht, inklusive Lehre, Forschung und Ausbildung, kommen wir nie zu einem Ergebnis. Das ist ein so enger Link, dass man davon ausgehen kann, dass Bodenleben und Pflanzen einen gemeinsamen Stoffwechsel betreiben. Weil Bodenleben wird ja nicht, nicht nur parasitisch da unten rumfrisst, sondern sich darum kümmert, dass der Sozialismus noch wirklich ein bisschen weitergeht. Die liefern Nährstoffe hoch, damit unten mehr Wumms ankommt. Die machen das schon 440 Millionen Jahre alleine. Pflanzen sind ja entstanden aus Zusammenballung von Mikroben. Lynn Margulis, bitte mal nachlesen, der symbiontische Planet. Das ist ein Stoffwechselsystem. Und erst wenn wir das verstanden haben, mit allen Konsequenzen, und daraus dann die Gestaltung der Arbeitsverfahren ableiten und beobachten, ob es auch wirklich so läuft, dass wenn wir das verstanden haben, kriegt man die Humusbildung hin. Mit all ihren Vorteilen und Wirkungen, die das so hat. Wie sieht es denn aus, wenn wir das sogenannte Bodennahrungsnetz, diesen engen Link zwischen Pflanze und Bodenmikroben fördern? Da hat man dann die Erdrosen an den Wurzeln, nicht nur bei mykorrhizierten Pflanzen, auch bei anderen. Ich sage jetzt mal Raps und Rübe oder hier Salat und Kohl. Diese Erdrosen bestehen aus Klebstoff. Bei den mykorrhizierten ist es Glomalin, Christine Nico ist lässt grüßen. Bei den anderen sind es auch pilzliche Stoffwechselprodukte, es sind nur eben keine Mykorrhizen, das sind andere Pilze.
Das ist der aktuelle Stand der Forschung. Wer Chromas macht, der kriegt das relativ schnell raus, dass auch die nicht mykorrhizierten Pflanzen mit Bodenpilzen interagieren können. Finde ich da keine Erdrosen, heißt das, da ist nichts los mit Photosynthese-Niveau, möglichst weit oben. Wenn ich also kontrollieren will, ob der Link funktioniert, grabe ich immer ein Loch und gucke mal nach, ob das doch innen so aussieht. Wenn ich die Frage kriege, da hockt eine Blattlaus drauf. Das fiel mir so runter. Kommt von mir grundsätzlich die Antwort, falsche Frage. Die richtige Frage wäre, was ist das für eine Störung in der Kultur? Irgendeine Stoffwechselstörung hat sie und was ist das für eine Störung im Bodenleben? Also, grab aus, guck nach. Wenn ich der Laus oder meinetwegen dem Erdflug auf die Spur kommen will, muss ich hier unten gucken. Das ist gemeint mit Einbeziehung des Wissens über Bodenmikroben und Pflanzenphysiologie in die Beobachtung. So, wenn ich die Kulturen in Stressphasen erfolgreich vitalisiere, ich gehe mal davon aus, dass das nicht nur durch uns, sondern in den nächsten Jahren auch durch die Betriebsmittelindustrie massivst in die Öffentlichkeit getragen wird, Phytostimulantien. Wenn ich sie also erfolgreich vitalisiere, dann reagiert die, dazu muss ich aber wissen, wie Pflanzenphysiologie funktioniert, hingucken können. Beim Getreide sieht man es zunächst daran, dass die Triebe relativ gleichmäßig hochkommen. Das ist aussortieren deutlich später erfolgt, dass der Ehrenhorizont viel enger wird. Das sind ja so 15 cm Ehrenhorizont. So, wenn die Kultur Stress hat, noch dazu ab EC30, also Schussbeginn, dann macht es hier mal ein Helmchen und da mal ein Helmchen, dann doch noch eins und entscheidet sich wieder, nee, den nicht, wieder runter. Und dadurch habe ich einen Ehrenhorizont von 40 cm. Tritikale, ein bisschen Roggen mit drin. Der Roggen macht ja gerne einen halben Meter Ehrenhorizont. Wenn er belebt ist, wenn er vitalisiert wurde in den Stressphasen, dann macht er plötzlich nur noch 20, 15 cm Ehrenhorizont. Man erkennt es erst auf den zweiten Blick, dass sowas dann Roggen ist. Oder hier in der Tritikale. Vollkommen anderes Bestandesbild. Oder Wintergerste, wenn die anfängt zu schossen und macht die so ein zipfliches Bild, kennt man. Wenn ich die vitalisiert habe, sieht die gleichmäßig aus. Ich muss genau hingucken, um rauszukriegen, dass das überhaupt Gerste ist. Das ist eins von mehreren Merkmalen, woran ich feststelle, an der Pflanzenphysiologie feststellen kann, ob die Kultur gerade mit Stress kämpft oder nicht. Ansonsten es bleibt ja noch das Refraktometer und die Blattsaftteste. Ja, was ist die Basis? Wie schon angesprochen, die ständig und vielfältig bewachsenen Böden. Aus ihren Arbeiten, das ist auch wieder ein bisschen Christine Jones hier drin, aber eigene Erfahrung ist es logischerweise auch. Ich renne ja auch schon ein paar Jahre durch die Gegend. Wir müssen da nicht unbedingt irgendwelche Biomasse draufkippen, um zu denken, dass da Humus rauskommt. Wie gesagt, bundesdeutsche Zahlen zeigen das ja. 1,2% Humus in den nordwestdeutschen Landkreisen mit 4 GV pro Hektar. Also was macht denn das hier mit der organischen Düngung? Und es gibt auch ausreichend Biobetriebe, die Kompostdüngung im exzessiven Maße betreiben. Im wirklich exzessiven Maße und steigen da die Humusgehalte. Wir haben 30 Jahre konservierende Bodenbearbeitung hinter uns, im Strohdüngung steigen da die Humusgehalte. Ja, 0,5 in 30 Jahren. Nee, das geht erstens sehr viel schneller und zweitens mit wesentlich weniger Veratmungsverlusten, wenn wir Bodenmikroben durch Pflanzenbau fördern. Die Arbeit, die Sie, also Christine Jones hier zitiert, zeigt, welche Power das hat, wenn wir Pflanzenwuchs mit Bodenmikroben an den Wurzeln, Mykorrhiza ist eine Bodenmikrobe, als Werkzeug nehmen zur Humusbildung. Wenn der Killhändler festgestellt hat, dass da 15-mal mehr Kohlenstoff im Boden transportiert ist, als an nicht mykorrhizierten Wurzeln, dann denke ich mal schon, dort geht's weiter. Und das geht im Übrigen ziemlich schnell. Ein Beispiel aus Brandenburg. Mais mit Untersaat, da haben sie an der Straße einen Streifen gelassen, da hatten sie irgendwas anderes vor. Und beim Anschneiden haben die festgestellt, oh, links sieht ganz anders aus wie rechts, was ist denn hier los? Ja,
Der Mais wächst in seiner Heimat in Mexiko grundsätzlich immer in maximaler Vielfalt. Was macht denn ihr hier? Putzt alles raus, gar nicht Vielfalt. Deswegen geht es dem dreckig. Der reagiert sehr dankbar auf den minimalen Ansatz an Vielfalt. Wie macht man es? Hinter dieser Einführung, was regenerative Landwirtschaft ist, welche Paradigmenwechsel sich damit verbinden, muss ja irgendwann mal ein Konzept zu sehen sein, wie man das in die Praxis umsetzt. Das sind diese Schritte zur Regeneration des Bodenlebens. Da ich die jetzt alle einzeln durchgehen möchte, nur mal kurz angesprochen, erstens Düngung, zweitens Unterboden lockern. Den Punkt haben wir 2018 dahin gerückt, Friedrich Wenz und ich, weil uns klar war, lockern tun alle, funktioniert uns nirgendwo. Deswegen haben wir uns 18 Mal die Mühe gemacht, mal 5 Feldtage durchgezogen, um zum Beispiel mit einem Anbieter, hier vorne sitzen Sie, die Firma College, zu zeigen, wie funktioniert denn das genau. Wir müssen nicht nur irgendwie drin rumkratzen, große Löcher zerren, sondern wir müssen ein Habitat für Wurzeln und Bodenmikroben schaffen, für Bodenleben. So, und das sind Feinrisse, weil die wollen alle Mesoporen, die wollen alle Makroporen. Das geht aber nun mal nicht mit jedem Gerät, sondern braucht man eine Hintergrundkenntnis, wie Bodenphysik funktioniert. Da braucht man eine Hintergrundkenntnis zum Werkzeugdesign und eine Hintergrundkenntnis, wie stelle ich denn das Ding überhaupt hin. Da muss man erstmal mit Leben und der Bodenlocker einstellen. Der Boden muss bewachsen sein. Aus unserer Sicht steht es an dritter Stelle, weil die anderen beiden Punkte permanent die Ausfallursachen sind. Bei Christine Jones ja ein erster, bei uns eben ein dritter. Bewachsene Flächen. Wir machen hier den Futterbau wie die Australier, Christine Jones. Wenn die Flächen besät werden sollen, muss vorher das Grünzeug weg und es muss nicht nur schwarz gemacht werden, sondern als Mikrobenfutter an Worte gebracht werden. Fünfter Punkt ist nicht der letzte. Diese Vitalisierung gekonnt gemacht, ist die allergrößte Ertragsreserve im Vergleich zu gestressten Kulturen. Einzeln. In Sachen Düngung geht es zunächst darum, Nährstoffverfügbarkeit aus dem Boden und Nährstoffaufnahme, also das, was die Kulturen machen, als biogenen Prozess zu verstehen und nicht bloß als mechanischen. Das heißt, erst wenn das Bodenleben voll funktioniert, habe ich die Nährstoffe in der Kultur drin. Ich kann da hinkippen, was ich will. Es funktioniert ein paar Wochen, aber nicht über die ganze Wachstumsdauer. Und wir haben ja hier aufgrund der Trockenheit gut sichtbar diverse Ausfälle, Stück für Stück, über die einzelnen Aufnahmewege, die einzelnen Nährstoffe, wenn das Bodenleben nicht mehr mitspielt. Jedes Argument kommt, ja, gegen Trockenheit können wir nicht machen. Ich brauche nicht lange über den Faktor zu meckern, den ich nicht ändern kann. Ich kann aber was daran tun, dass das Wasser länger drin bleibt. Ich kann was für eine bessere Wasserverfügbarkeit, also Aufsteigen und Versickern, tun. Und wir sollten uns mehr mit den Faktoren auseinandersetzen, die wir verändern können, nicht mit denen, die wir nicht ändern können. Also über das Wetter meckern, das ist, naja, schade um die Zeit. Kombinieren Sie Düngung mit garebildenden Anbaumaßnahmen. Düngung sollte bodenbelebend wirken und wenn man 2 Wochen nach einer Düngemaßnahme auf dem Spaten eine Abnahme der Gare sieht, hat man nicht getroffen. Drittens, alles was man messen kann, kann man auch brauchbar managen, arbeiten Sie nach Zahlen, also so völlig Blindflug geht nicht. Wir brauchen ab und an mal eine Bodenuntersuchung, wir brauchen ab und an mal eine Pflanzenanalyse oder eine Saftanalyse für die Nährstoffaufnahme. Sonst habe ich den Prozess nicht voll im Griff. Lot und Waage am Gemäuer verschönt die Ansicht ungeheuer, heißt bei den Handwerkern. So, und was machen wir in der Landwirtschaft? So, Pi, Madame, so, das geht nicht. Ja, steht als letztes heute im Gartenbaubetrieb vielleicht nicht ganz so interessant, in anderen Betrieben aber ein Schlüsselfaktor. Kontrollieren Sie, wie Ihre Maßnahmen wirken, das betrifft auch die Düngung, und kontrollieren Sie anhand der Entwicklung der Bodengare. Innerhalb von Stunden reagieren Pflanzen messbar. Und zwar sehr drastisch. Sieht man am Blattsaft, sieht man an der Leitfähigkeit im Blattsaft. Innerhalb von 1-2 Wochen reagiert die Bodengare ebenso drastisch. Das sieht man vom Spaten. Oder, wenn wir heute Nachmittag die Gelegenheit haben,
bei den diversen Varianten des, des Testes für die Regenbeständigkeit von den Krümeln. Ein Beispiel, wie man bodenbelebend düngen kann. Das kostet am Anfang nur ein bisschen Kopfschmerz, weil umorganisiert werden muss. In die wachsenden Kulturen. In die wachsenden Kulturen düngen ist normalerweise eine alte Kiste und in der Breitenpraxis nach wie vor unterschätzt. Wir müssen uns an Nährstoffeffizienz neu gewöhnen, einfach wegen den Limits, die uns gesetzt werden. So, und das ist einer der Wege, wie wir effizienter mit den zur Verfügung stehenden Nährstoffen umgehen können. Zweiter Punkt. Wie gesagt, wir sind hier in Mitteleuropa, nicht in Australien. Wir machen hier nicht Forage Cropping, also Futterwirtschaft, sondern wir machen hier Ackerbau, Gemüsebau und so weiter. Insofern ist bei uns die Reihenfolge etwas anders, wie das zum Beispiel bei Christine Jones ist. Aus unserer Sicht ist die Unterbodenlockerung an zweiter Stelle deshalb so wichtig, weil wir auf dem Humusraum bilden mit jeder Anbauperiode immer Verdichtung generieren, mehr oder weniger schlimm. Aber schlimm sind sie eben immer. Deswegen muss da was gemacht werden. Wenn man eine Flächenrotte im Betrieb etabliert, hat man eine Flachbodenbearbeitung und auf den Humusraum bildend führt das zu einer Entkopplung von dem verdichteten oder sich zusammengezogenen Unterboden. Deswegen muss man damit machen. Nur tiefe, lange Wurzeln vertragen Hitzestress, binden Nährstoffe, bilden Humus. So, deswegen grabe ich ja dauernd aus. Und wenn da nach 5 cm ein Knick kommt und nach 10 cm keine Wurzel mehr, dann brauche ich mich nicht übers Wetter beschweren. Der Himmel war schon zu warm. Ich würde dann mal die Zeitung abbestellen, wo das immer nur so drin steht. Irgendwann schifft es ja wieder. So, wenn ich dann Pfützen sehe auf dem Acker, Hilfe. Wo soll es hingehen? Wir brauchen die Feinrisse, weil wir maximale Oberfläche brauchen, weil wir Mesoporen brauchen. Wir brauchen keine Makroporen. Kein, wie ist so schön, Emmentaler Käse. So, und hier, die 200, Moment, die 200 inszeniert, wenn ich bei der Unterbodenlockerung unten am Werkzeug Pflanzenfermente zum Einsatz bringe, dann stoppe ich diesen exzessiven und schnellen Nährstoffverlust durch die Belüftung dieser Schichten. Da sind sie ein Verhältnis von 5 zu 1 drin oder enger. Das Zeug geht mir explosionsartig in die Luft, wenn ich da Luft reinbringe. Man sieht es ja am Wachstum einer Zwischenfrucht. Nur bis dahin, bis die wächst, ist ja schon eine Menge raus. Also stabilisiere ich diesen Oxidationsprozess mit einem Antioxidans. Das ist der Sinn dahinter. Deswegen sollten Unterbodenlockerungsgeräte zum Beispiel so ausgerüstet sein mit einer Spritzeinrichtung, die da unten tatsächlich auch sprüht und nicht tröpfelt, weil in dem Moment, wo der Boden sich so anhebt, der Sprühnebel in jede Ritze gezogen wird. Das ist ein derart drastischer Effekt, einen Tag später sieht man es schon. Ohne jetzt auf die Details einzugehen, es geht hier darum, Punkt 2, oder Schritt 2 bei einer Einführung Bodenleben wiederherstellender Maßnahme sollte die Unterbodenlockerung sein. Details kann man ja zum Beispiel dann bei den Anbietern hier hören. Wie sieht es aus, wenn man es macht oder nicht macht? Noch ein Beispiel aus Brandenburg. In den großen Betrieben muss man ja auch eine Mannschaft überzeugen, also fährt man nur ein halbes Feld und den Rest lässt man so wie immer. Und wenn ich das dann ausgrabe, sieht es so aus. Man kann ja vielleicht noch damit leben, dass das Wachstum oberirdisch, naja, ein bisschen hinterher ist, okay. Ja, das Wetter für schuldig machen. Aber wenn ich diese Unterschiede hier sehe, bei allen Kulturen dieser Winterzwischenfrucht, so, wie soll ich die Leistungen des Bodenlebens, letztendlich in Ertrag und Qualität, entgegennehmen können, wenn ich nicht dafür sorge, dass die auch ordentlich wachsen können, die Pflanzen, Wurzeln bilden mit Mikroben dran. Der dritte Punkt ist, ich muss natürlich die Böden bewachsen halten, in Vielfalt, weil ich eine mikrobielle Vielfalt habe. Also wer da eine Senfazilie
Gott, was noch jetzt? Senfverzähler Öre, die ich mir schon hinstellt, oder Senfverzähler Alexandrina, Buchweizen, Senfverzähler Buchweizen, was jetzt überall so rumsteht. So, welche Vielfalt ist da? Wovon ist da die Rede? Wer sowas macht, sorry, der sollte auch 365 Mal im Jahr mit Bockwurst ernährt werden. Die Wirkung ist die gleiche. Einfach nur, um das mal drastisch zu verdeutlichen. Bodenmikroben fressen am liebsten, da sind sie nicht so viel anders wie Menschen, gut umsetzbare Kohlenhydrate und Eiweiße, nicht nur bereits vorverdeutes Zeug. Das wird ja deswegen vor allem veratmet und wirkt eben nicht auf die Humusbildung. Wenn ich sie mit grünen Pflanzen fütter, muss ich das auch, nächster Punkt, in einer bestimmten Art tun. Zunächst nur so viel dazu. Aufgrund der Trockenheit kommt ja dann gleich das Argument, Zwischenfrucht geht hier nicht. Ich sage dann immer, das ist da lange durch, das steht doch schon bei Königer drin und das ist da eigentlich schon seit Schulz-Lübbels bekannt. Das sind 130, 140 Jahre. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Wir können diesen dauernden Bewuchs mit Untersaaten generieren. Ein absolut essentielles Tool, um das Bodenleben im Sommer fit zu machen. Wir können Beisaaten betreiben, geht nicht überall, aber da wo es geht, geht es richtig gut. Teilweise abfrierende Gründüngung, ich sage es mal Insektprotect oder Maispro oder Zwischenfruchtgemenge mit Untersaat. Wir können wintergrüne Zwischenfrüchte machen, zum Beispiel Wintergrün. Wir können Futterbau betreiben, Landsberg. Es gibt so viele Möglichkeiten mit unterschiedlichen Saatterminen, unterschiedlichen Anpassungsmöglichkeiten an die Bearbeitung vor der Folgefrucht. Wenn ich da immer nur Senf, Fazilia und Buchweizen hinstelle, ich lege doch die Werkzeuge aus der Hand. Ich habe eine Bahncard 100 und Luft zu Fuß. Das ist doch Quatsch. Wintergrüne Zwischenfrüchte, nee Quatsch, Untersaaten. So. Und Untersaaten können zum Beispiel so aussehen, es geht am besten, wenn es im Getreide mitgesät wird. Bitte nicht gleich wieder anfangen mit, wir haben besondere Bedingungen, bei uns geht das nicht. Das lässt sich alles anpassen. Ich stelle hier nur vor, wo sind die Punkte der Bodenlegung. Untersaaten nach Ernte in Hessen, in Osthessen, da wo es richtig schön trocken ist, nicht viel anders wie hier, zeigen ganz deutlich, nach Ernte geht die Garebildung weiter, beziehungsweise man verliert sie nicht wieder, die Gare, auch wenn es nicht regnet. Das ist der Ausgangspunkt der Humusbildung und der Nährstoffaufnahme ohne Düngung. In diesem Fall ist es so mit drin. Wintergrüne Zwischenfrüchte, ein anderes Tool dieses Sets, dieses dritten Punktes der Bodenbelebung, können eine extreme Biomassebildung zustande bringen. Zugegebenermaßen, das ist 23. Mai dieses Jahres. So lange stehen sie normalerweise nicht. Aber um mal zu zeigen, was da losgeht, habe ich mal dieses Foto hier mal eingebaut. Beisaaten. Ich habe hier drei verschiedene Tools drin, außerhalb des Sommerzwischenfruchtanbaus, um mal zu zeigen, was alles möglich ist. Beisaaten. Hier ein schönes Beispiel von Oliver, bist du hier? Ich. Okay, nee, aber andere mit grünen Klamotten sind hier. Einmal frei. Das ist nämlich von euch hier. Das ist von euch da hinten in der Berge. Das hält nicht nur das Unkraut raus, weil das Unkraut auch eine mikrobielle Funktion hat, nämlich Fehler zu korrigieren. Da ist kein Fehler. Das sorgt gleichzeitig für eine stabilere und harmonischere Nährstoffaufnahme in der Erntekultur. Dadurch hast du nämlich hier deutlich weniger Rost. Zurzeit geht es wieder durch die Verbandspresse mit Steinbrand im Weizen. Das ist einfach eine Folge davon, dass man vorher Bodenmikroben beleidigt hat. Das ist nicht eine Folge davon, dass man Saatgutwechseln zu wenig gewechselt hat oder. Das ist eine Folge davon, dass die Pflanze bestimmte Nährstoffe, ich sage es mal metallische Mikros, vorrangig Kupfer, aber vielleicht auch Kalk und Silizium einfach nicht aufnehmen konnte und dann wird sie anfällig gegen Endophyten und dann geht es rund. Hier nicht. Oder andersrum, die paar Brandbutten, hier sieht man sie ja, da. Die machen keinen Schaden. Vierter Punkt einer humusaufbauenden Bewirtschaftung ist, dieses Grünzeugs in Rotte zu bringen.
Unter anderem deshalb wichtig, weil das einfach der am weitesten skalierbare kohlenstoffbildende Prozess ist. Wenn ich den Anbau danach konzipiere, dass ich möglichst viele Hektar pro Jahr in Rotte bringen kann, mit maximaler Biomassebildung vorher, dann habe ich auch den schnellsten Zugang zur Humusbildung. Da stehen die Details, hoher Aufwuchs vorher zerkleinern, die Rotte möglichst milchsauer lenken. Wenn man es nicht macht, geht es bei warmen Temperaturen auch, im Frühjahr und im Herbst, wenn es kalt ist, geht es deutlich schlechter. Kontrollieren Sie den Verlauf der Rotte. Da braucht man ein bisschen mehr wie ein GPS-gesteuertes Telefon. Man braucht einfach seine eigenen fünf Sinne, so man hat. Und es sollte ungefähr so aussehen, hier im Einsatz eine Ackerfräse, ein nicht gemulchter Wintergrünbestand. Ich hätte das Zeug vorher gemulcht, aber der Betriebsleiter war der Meinung, geht auch so. Geht ja, dauert bloß ein bisschen länger. Man sieht deutlich die intensive Mischung von Erde und Pflanzenteilen. Man sieht den hohen Feinbodenanteil, das ist der Grund, weshalb dort mit einer Ackerfräse gearbeitet wird und nicht bloß mit einer Scheibenegge. Den hohen Feinanteil, man sieht auch geringe Auswurfbogen. Also wenn ich damit 200 PS für 3 Meter fahren müsste, mache ich garantiert irgendwas falsch. Man sollte, weil das ja ein Bodenstoffwechsel ist, dem die Steuerungsmöglichkeiten durch Pflanzen genommen werden, man sollte da nachhelfen, indem mit milchsäuren Pflanzenverbänden gearbeitet wird, in dem Falle Bodenverhängung. Das hat überraschende Wirkung. In manchen Kulturen wird dauernd diskutiert, Grünzeug vor der Kultur, ach du Scheiße, die Drahtwürmer und die Erdraupen und die Tipulas und. Die Methoden, was man so haben kann. Das sind alles Folgen von Verlust des Bodenlebens. Wenn ich das aber so mache, Mikroben fütter, dann geht das Bodenleben steil in die Höhe und Bodenpilze fressen Bodeninsekten. Gibt es ja als Anwendung im Gartenbau sowieso. Nematoden. Das berühmte Thema wird ja immer heißer mit den ganzen Nematoden. Wir, ein Gartenbaubetrieb aus Jütland, nicht weil der Wind jetzt viel besser macht wie alle anderen, ich habe einfach nur das Foto davon. Jede bodenbelebende Maßnahme sollte innerhalb der Vegetationsperiode normalerweise nach 2 Stunden messbar und nach 2 Wochen sichtbar Wirkung zeigen. Man nicht durch Hoffnung innerhalb von Jahrzehnten oder Generationen Wirkung zeigen. Der hat mit Pflanzenverbänden ein Kleegras eingeschält und hat eine brauchbare Ernte rausgezogen. Dort, wo er ohne Pflanzenfermente eingeschält hat, nämlich den Rand, weil noch Saatgut übrig war, 90% Müll, Ausschuss, kannst du nicht vermeiden, kannst du selber essen. Davon lebt der Gartenbaubetrieb nun mal nicht. Pflanzenfermente sind eine Umsetzung der Betriebsindividualität, wer mit dem Begriff arbeitet, wird ja wissen, was gemeint ist. Indem man die eigenen Unkräuter und Wildpflanzen fermentiert, das ist das Grundkonzept des Bodenverhängers. Die eigenen Unkräuter sind die Reaktion auf die eigene Arbeit, nämlich auf das Desaster, was ich mit dem, was ich mache, im Bodenleben anrichte. Ich muss es ja machen, muss ja irgendwie vorrichten und pflanzen können. Aber was dann wächst an Unkraut, mein Unkraut, ist ein besseres Unkraut wie das vom Nachbarn, auch wenn es gleich aussieht. Unkräuter sind dermaßen effizient und stark in ihrem Stoffwechsel, sie bilden sehr stark unterschiedliche sekundäre Inhaltsstoffe. Die Zusammensetzung, die Vitamine, die Terpene, die Anthocyane sind von meinen Unkräutern die, die ich brauche. Und das ist das Konzept beim Bodenfilmer. Und wie gesagt, dahinter steht das Konzept der Betriebsindividualität. Außerdem ist ein schönes Handwerk. Letzter Punkt zur Wiederherstellung des mikrobiellen Bodenlebens ist einfach diese Belebung, die Vitalisierung. Wenn es den Pflanzen anfängt, dreckig zu gehen, können sie im Unterschied zu uns nicht abhauen. Wir konnten es zeitweise ja noch nicht, aber Pflanzen sind noch schlechter dran. Wir durften in Dresden im 15 Kilometer Radius uns bewegen. Warum auch immer. Die Pflanzen können einfach gar nicht weg. Was machen sie denn?
Sie haben es gelernt, Ihren Stoffwechsel so weit zu reduzieren, dass die Generationsfolge noch gesichert ist. Und in diesem Stadium bei Stress verharren Sie. Sie bleiben einfach stehen, weil Sie auf einen milden Umweltreiz warten. Wenn ich den Nachbau mit einem Phytostimulanz oder mit einem Komposttee, so, dann simuliere ich, der Pflanze wird wieder besser. Und dann fängt die wieder an zu wachsen mit neuen Lentizellen, die offen sind. So, das ist der Dreh an der ganzen Geschichte. Ich kontrolliere den Stress in der Kultur, aber auch die Wirkung einer Belebung, indem ich mit dem Refraktometer nachmesse, ob der Brix-Wert steigt oder nicht steigt. Der Sinn der Übung ist, dass innerhalb von einer Stunde eine Pflanze die Photosyntheseaktivität hochfährt, wenn sie merkt, der milde Umweltreiz ist da. Ich brauche also eine Nullparzelle, um behandelt und nicht behandelt vergleichen zu können. Beziehungsweise ich brauche eine regelmäßige Brix-Messung, jeden Montag, jeden Donnerstag. Werte aufschreiben, kriege ich eine Kurve. Geht die Kurve langsam aber sicher nach unten, Kompostmaschine anwerfen, Spritzen organisieren. Das ist das, was man im Refraktometer sieht. Also Masse Prozent Zucker. Brix ist einfach nur der Begriff dafür, nach dem Erfinder. Ich sehe hier einen Brix-Wert irgendwo so um 21-22%. Das ist ein hoher, guter Brix-Wert und ich sehe eine äußerst unscharfe Brechungsgrenze, weil ich ja die ganzen Assimilate und Nährstoffe mit auf dem Refraktometer drauf habe. Und aus diesem kühlen Grunde ist es eben nicht, wie wenn ich einen Fruchtsaft messe oder, ja, kommt ja von der Winzerschule oder Wasser im Honig oder Milch, damit man da sonst noch so ein bisschen Bremsflüssigkeit. Hier ist eben jede Menge anderes Zeug drin. Unscharfe Brechungsgrenze ist Ziel. Was passiert denn bei dieser Vitalisierung? Ja, die Kultur wird vitaler. Wenn wir einen Dosiertest machen, hier in dem Falle mit Komposttee, habe ich hier in der Mitte die betriebsübliche Menge. Ich sehe an der Ausprägung des Ehrenhorizontes im Vergleich zu viel zu wenig doch einen deutlich besseren Ehrenhorizont. Und ich sehe mehr Blattgesundheit. So, hier wenig, hier betriebsüblich, hier doppelt. So, beim Doppelten sehe ich nicht nur gesündere Blätter und noch geringeren Ehrenhorizont, also eine Brechung der Apikaldominanz, wenn man einen Fachbegriff mal braucht. Ich sehe auch weniger Stresssymptome in der Ehre. Da. Das ist Ertrag ohne Düngung. Das würde ich mir gerade, wenn ich in roten Gebieten bin, aber ganz genau merken, wie funktioniert denn das? Ertrag ohne Düngung, indem ich Bodenleben anheize. Das Werkzeug dazu ist die Kulturpflanze, weil eine andere steht in der Regel ja nicht da, wenn ich angebaut habe. Aber die Kulturpflanze muss es auch können. Ich muss ja einfach den milden Umweltreiz nachbauen. Das macht Ertrag ohne Düngung. Und im Übrigen, kaum zu fassen, auch eine deutliche Wirkung auf die Humusbildung. Und wenn ihr dann im Mai wirklich mal ordentlich plappert, das ist nicht nach Jahrzehnten entstanden, sondern in der zweiten Anbauperiode. Wenn es dann mal richtig ordentlich regnet, dann hat der regenerativ wirtschaftende Betrieb eine ordentliche Wasserversickerung. Das ist nämlich das Wasser, was er dann vier Wochen später braucht, im Juni, wenn es so richtig schön zur Sache geht. Der Betrieb, der alles richtig gemacht hat, aber Bodenleben ignoriert, so wie das die breite Praxis, Wissenschaft, Lehre, Ausbildung und Forschung ja auch tut. Forschung kommt langsam auf den Trichter. Langsam heißt, wir müssen einfach schneller sein, weil wir brauchen jedes Jahr eine Ernte. Wenn er das Bodenleben ignoriert, hat er eben die Wasserversickerung nicht. Und das ist nicht nur ein technischer Prozess oder die Wirkung davon, das ist ein biogener Prozess. Ich muss Bodenleben ernst nehmen, in den Mittelpunkt meiner Betrachtung stellen, damit ich Ertrag, Qualität, Unkrautunterdrückung, Krankheitsunterdrückung, Wasserversickerung, gute Bearbeitbarkeit habe, damit ich aus der Bodenfruchtbarkeit mit gleichbleibendem Input mehr Output hinkriege. Um die Sache etwas zu unterstützen, etwas Werbung in eigener Sache, haben sich diverse Humuszertifizierer zusammengefunden. Das ist einer von denen, wo Friedrich Wenz und meine Wenigkeit beteiligt sind, positera.org. Man merkt uns nur deshalb noch nicht in Presse und Internet, weil wir Corona-bedingt ausgebremst worden sind. Aber das wird sich im Laufe des Restjahres garantiert noch ganz anders ändern, ganz anders zeigen.
Es geht hier darum, dass man durch Klimaschutzpaten aus der Industrie beispielsweise, durch Erwerbung von Carbon Credits, wir reden da nicht von Zertifikaten, dafür sorgt, dass Landwirte für den Humusaufbau bezahlt werden. Und unsere Idee ist es, die Landwirte, die unter Vertrag sind bei Positara, nicht nur zu bezahlen in 3 bis 5 Jahren nach Erfolg, sondern auf dem Weg dahin bereits auch. Das nennt sich bei uns Klimaschutzpate. Und die Unternehmen, die dafür ihr Geld ausgeben und somit ihren CO2-Ausstoß kompensieren, werden mit einem Positara-Siegel belohnt. Diese Sache ist eine Wirtschaft von hoher Relevanz, also wird einfach ernst genommen. Das sind die Leute, die es da machen. Neben mir ein Landwirt und noch einer, der sehr nah an der Landwirtschaft ist, der ist Kalabauer vom Beruf, und noch ein Landwirt. Ein Hotelier, ein Wirtschaftsprofessor und, habe ich ihn vergessen? Ja gut, okay, den haben wir uns eingeworfen. Ja. Ja, das ist regenerative, Bodenleben wiederherstellende Landwirtschaft. Im kurzen Überblick, warum machen wir es? Wir machen es zuerst, um die Wirtschaftlichkeit auch in Zukunft zu sichern. Wie machen wir es, indem wir diese Schritte zur Bodenbelebung lernen, umsetzen, kontrollieren? Und wofür machen wir es? Die Gesellschaft reagiert darauf. Wie gesagt, es bilden sich da im Hintergrund bereits Organisationen oder Firmen, die das aus der breiten Gesellschaft in die Hände der Landwirtschaft finanziell fördern. Soweit mein Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Größe von dir, um die 3 Hektar Bodenfeuer Starterpaket mal anschaffen, mal die Bedienungsanleitung lesen dabei. Das Starterferment als solches ist deutlich stärker aufgeladen mit Mikroben, was nämlich auch schon ein Pflanzenferment ist, kein EM. Und die Ingredienzien, die dazu sind, sind genau die, die wir brauchen, um das Bodenleben anzuheizen. Mit Heuferment haben wir angefangen, ein bisschen inspiriert von Walter Witte, aber es ist einfach nicht die Stabilität, die Leistungsfähigkeit und die Unempfindlichkeit gegenüber Anwenderfehlern drin. So, deswegen sind eben dann Gedanken zur Entwicklung eines spezifischen Fermentes entstanden für die Bodenbearbeitung. Wie gesagt, ausgehend von der EM-Schiene noch einen Schritt weiter. Und gleichzeitig, also ein bisschen auf Nesamenzmist gewachsen, gleichzeitig eben die Verwendung der betriebsindividuellen Pflanzen. Und das, wie gesagt, Bodenfeuer, Starter-Set, so ein Ding mal anschaffen, durchlesen, dann genau machen, wie es geht. Das ist ein 1000 Liter, also hast du 10 Hektar da drin. Reicht dicke, oder machst du wie ich, wenn du es anfangen willst, ich mit meinen Quadratmetern, habe einen 300 Liter IBC fertig gekauft und habe das Zeug verbrüht im Frühjahr und seitdem steht da wieder Gemüse. Ich kann mich nicht drum kümmern, das ist bei mir immer so, na, zu Hause nicht so schön. Ich finde es sehr toll. Du musst wissen, was du willst. Ein Starterferment für 1000 Liter kostet meines Wissens 450 Euro netto. So, das sind 45 Euro vom Hektar. Wie viel vermehrst du, wenn du da Unkraut wegpickst oder wenn du da irgendeinen organischen Dünger hinschmeißt? Das wird nicht drunter sein. Nee, ich würde es lieber selber machen. Deswegen ja Starterpaket. Mhm. Wie gesagt, zum Kennenlernen mal eine fertige Brühe kaufen. So, für die Großanwender. Das hat ja mittlerweile dazu geführt, dass da ein 30 Kubikmeter Seekontainer fermentiert wird. So, dafür kauft man das in Großabpackungen und nicht als Starterpaket. Einfach nur fragen dort. Und da liegst du bei, ich habe die Zahl nicht komplett, also bei 20, 25 Euro ein Hektar. Also teuer ist für meine Begriffe sehr, sehr relativ zu sehen.
Okay. Wann ist dann die Applikation? Mit dem Kamen? Bei der Bodenbearbeitung. Also die beiden wichtigsten Prozesse sind bei dem Einschälen von Grünpflanzen und bei der Unterbodenlockerung. Bei anderen Bodenbearbeitungsgängen, zum Beispiel Hacken und Gemüse, durchaus auch sinnvoll. Aber die stärkste Wirkung habe ich, wenn die Mikroben gefüttert werden, und entweder durch Pflanzen oder durch das gebundene Eiweiß in die Verdichtung zurück. Wie verhält sich das nur direkt aus? Ist er eher nicht haltbar? Die Direktsaat verzichtet auf wichtige humusstoffbildende Prozesse, zum Beispiel auf das Herstellen von der Pflanzenbodenmischung durch Einschälen. Im Übrigen, ich habe mir das in Südamerika angesehen, Biobetriebe, bei 300 mm in einer halben Stunde nur. Keine Erosion, wenn ich es so mache, dass ich diese Bodenmikroben füttere mit eingeschälten Pflanzen. Einschälen ist nicht mit der Scheibenwäsche drüber fahren. Auch Werkzeuge, die das können, den Feinboden erzeugen und diese maximale Mischung erzeugen. Bei der Direktsaat gibt es nicht nur weniger Huminstoffbildung und eine höhere Veratmungsrate. Ich bin ja 6 Jahre am Oberacker-Systemvergleich mit gewesen in Bern. Gleiche Humusgehalte zwischen Direktsaat und Flug nach 20 Jahren. Es gibt auch wegen der geringeren Humusbildung diverse Folgeerscheinungen, die sind hier im Betrieb zu sehen, weil er setzt ja auch auf Direktsaat. Dort müssen wir einfach an den Punkten, wo die Humusbildung stehen bleibt, ein bisschen nachhelfen. Und das ist hier in dem Fall die Einspritzung in der Pflanzenritze. Geht schon, geht nur nicht ganz so schnell mit der Direktsaat. Okay. Ich habe mal den Hinweis bekommen, wenn ich die Fermente in den Boden einspüre, bei der Unterbodenlockerung, dass es da in die falsche Richtung gehen kann, dass dann die Humus wegfressen, statt aufbauen. Das glaubst du, oder? Wenn ich ein Anbausystem betreibe, was zwischen den Kulturen monatelang Platz lässt, muss ich damit rechnen, dass irgendwas daneben geht. Ich muss Mikroben auch füttern und dazu muss nach einer Unterbodenlockerung angesät werden. Außerdem bildet, in der Regel macht man es ja mit Zwischenfrucht, ein Zwischenfruchtbestand aufgrund des Saatdatums, die langen Tage, die Bodenwärme, einfach Massen an Wurzeln. Das sorgt auch dafür, dass ich die Lockerung nicht umsonst gemacht habe und nächstes Jahr wieder antreten muss. Also ich muss sie füttern. Außerdem, nicht nur das, auch Derfflinger-Argument hier, Säure-Ionen und weiß ich was. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es einfach noch nicht gesehen, dass man mit einer brauchbaren Fermentanwendung irgendwie Humus abbaut, Bodengare zerstört, Böden versauern lässt. Ich habe es einfach noch nicht gesehen. Das ist genau die gleiche Diskussion wie mit Bohrüberdüngung. Gibt es nicht in der Praxis.